Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir und wir haben schon etliches gemacht. Jetzt wollen wir User-Eingaben machen. Wir haben sogar schon den richtigen Befehl kennengelernt oder die richtige Methode, die richtige Methode des Objekts Console, was wir verwendet werden, nämlich das Readline. Und jetzt wollen wir dieses Readline einmal verwenden und zwar so, wie es gehört. Ich habe dazu vorbereitet ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe dazu das letzte Programm, was wir geschrieben haben. Und was ich an und für sich machen möchte, ist, dass diese Zahl 1 und Zahl 2 jetzt nicht einfach reinprogrammiert wird, sondern dass man die eingeben kann. Okay? Also, was ändert man? Ich mache mal eine Ausgabe. Readline. Bitte um die erste Zahl. Dass man sich auskennt, was man eingeben muss. Und jetzt mache ich Zahl 1. Das passt, nehme ich her. Zahl 1 ist gleich Console Readline. Klingt das logisch? Klingt logisch. Jetzt lesen wir die Zahl 1 von der Konsole ein. Dann, wenn wir da fertig sind, bitte um die zweite Zahl. Zahl 2, Console Readline. Oh je, da ist was unter der Welt. Das gefällt mir nicht. Jetzt mache ich den gleichen Schatz wieder. Jetzt habe ich zwei unterwelte Sachen. Warum ist das? Das, was wir hier einlesen, wir können das uns übrigens anzeigen lassen, da, wenn wir da draufklicken. Class System. Der Typ-String kann nicht implizit in int konvertiert werden. Das heißt, ich bekomme einen String, eine Zeichenkette zurück. Es können ja Buchstaben oder was mögliche drin sein. Also, und ich weise das einen Integer, einer Ganzzahl zu. Was ist denn leicht BFC3 für eine Ganzzahl? Puh, das geht nicht. Wir haben schon ein Objekt kennengelernt, mit dem wir das umwandeln können, nämlich das Convert. Also ich rufe dann convert Punkt to int oder so. To int 32 Bit hat so ein Integer. Und zwar das da. Jetzt ist nicht mehr unter Welt. Genau das gleiche mache ich da unten auch. Convert Punkt to int 32. 32 natürlich. Wo? Schaut nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Sieht nicht so schlecht aus. Probieren wir das einmal aus. Bitte um die erste Zahl. 12 plus 13 müsste 25 rauskommen. Und geht's. Haha! User-Eingaben. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass man das da... wie machen wir das? In zwei Zahlen? Naja. Was ist, wenn ich da einfach write schreibe? Gibt es nämlich auch. Schauen wir uns da den Unterschied an. Bug. Reino. Fehler beim Erstellen. Nein. Sollte man zuerst beenden. Okay, haben wir das auch gesehen? Ist noch gelaufen. Schau, und jetzt gebe ich in die gleiche Zeile ein. 12 und 13. Na, nehmen wir mal 14, dass man sieht, dass er wirklich rechnet. 12 und 14 müssen 26 jetzt rauskommen. Zack. Rechnung, 12 und 14 ist 26. Papa! Ja, also jetzt sehen wir auch den Unterschied zwischen write und write line. Write schreibt nur, aber macht am Schluss kein new line und carriage return heißt das, also enter, nächste Zeile. Und das andere das write line macht am Schluss praktisch enter. So, jetzt haben wir praktisch einen Rechner mit Eingabe.
Jetzt wäre es natürlich interessant, welche, dass man nicht nur Plus rechnen kann, sondern andere Operatoren auch. Ja, andere Operatoren. Deswegen machen wir, und außerdem wäre es interessant, wenn wir nicht nur Ganzzahlen und so weiter verwenden. Deswegen machen wir in den nächsten Videos eine, so eine Überblicksveranstaltung. Ja, was gibt es für Typen, ja, Variablen-Typen, also die Dinge da. Ja, die Ganzzahlen haben wir ja schon einmal erledigt, aber es gibt noch andere natürlich auch. Und was gibt es dann für Operatoren? Arithmetische Operatoren, logische Operatoren. Das werde ich in den nächsten paar Videos etwas erklären. Okay? Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.